Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 2015 Community. Wie gewohnt sind wir wieder auf dem Community-Server und müssen jetzt erstmal den Drescher abtanken, weil der voll ist. Jetzt müssen wir halt nur mal eben das alles hier parken. Ich pack das alles irgendwie immer hier, weil hier ist es immer am offensichtlichsten, dass da irgendwas steht. Muss ich mir mal den Anhänger suchen. Da steht er. Ah, alles klar. Hackschnitzel. Da habe ich noch nicht. Ah geil, da wurde auch schon angesät. Das heißt, unser Kollege in der letzten Folge hat gute Arbeit geleistet. Das finde ich richtig gut. Dann haben wir das ja. Dann können wir auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen was reißen. So, ich fahre hier einfach mal drüber. Das ist ja gar kein Problem, das darf ich ja ausnahmsweise mal. So, zack. Oh, ein bisschen schnell unterwegs. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn überhaupt an Raps da? Wurde alles weggefahren? Bäckerei ist es am höchsten im Moment. Was war es in der Bäckerei? 1,42, 42 Getreidespeicher. Ja, fällt aber auch gerade, ne? Deswegen können wir das auch im Endeffekt auch ins Lager fahren und warten, bis der Preis steigt. Schauen wir mal. So. Ich überlege gerade, ob ich den hier... Ja, wir müssen eigentlich Geld sparen, Leute. Wir müssen Geld sparen. Huch. Helfer wollte ich gar nicht einsetzen. Ich wollte es selber machen. Weil wir halt Geld sparen müssen. Wir sind immer noch bei minus 359. Und deswegen können wir uns jetzt nicht immer leisten, Helfer einzuschalten. Und die letzten Folgen, muss ich sagen, die ich online gestellt habe, die kamen eigentlich später als erwartet. Also ich hatte ja irgendwie gesagt, dass das, dass die am 1. oder 2. oder 3. Dezember kommen sollten. Die kam einfach mal viel später, weil ich es halt vorher echt nicht geschafft hatte. Es tut mir auch leid, aber ich hoffe, dass ich jetzt wieder ein paar Folgen im Voraus aufnehmen kann, damit ihr auch geregelte Videos wieder bekommt. Deswegen kriegen wir das auf jeden Fall irgendwie schon über die Bühne. So. Jetzt dreschen wir hier das Stück noch ab und dann sehen wir das erstmal wieder an, um dann da hinten erst zu dreschen. Dann kann das hier nämlich in der Zwischenzeit schon mal wachsen und nicht, dass wir den Fehler wie letztes Mal machen, dass wir erst überall alles abernten und dann im Leeren stehen. Das wäre natürlich doof. Das wäre dann natürlich doof. So. Dann schauen wir mal. Bei Raps hatte der Kollege gesagt, bringt halt auch am meisten, nur wenn er im preismäßig fällt. Ich kann ja mal gucken, wo ist der Getreidespeicher? Getreide, Getreide, Garten. Getreidespeicher ist da ganz unten. Na gut, okay. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Wir haben ja noch ein wenig Zeit. Wir müssen echt mal gucken, dass wir wirklich von diesen von den 300.000 runterkommen. Ich weiß gar nicht, einfügen. Geld leihen können wir uns noch ein bisschen. So, jetzt haben wir nur noch 274. Aber das ist ja auch keine das ist ja auch kein Stadium, was wir immer machen können. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, weil wir müssen echt erstmal ein bisschen viel Geld rankarren, damit wir wirklich auch genügend immer vorhanden haben, damit halt auch die Kosten für die Maschinen abgezahlt werden können und so weiter und so fort. Wisst ihr, wie ich meine? Und deswegen. Naja, schauen wir mal, wie es dann letzten Endes wird. Wird. Zack. So. So ist das, Leute. Ihr könnt mir auch gerne, wie gewohnt, irgendwas in die Kommentare werfen. Vielleicht nehme ich das wieder mit rein. Genauso wie ich das
bei Paradise mal gemacht habe, dass ihr mir einfach Sachen in die Kommentare schreibt und ich werde diese dann live in der Folge beantworten. Quasi so ein kleines Ask Bauer. Und wer da dran Bock hat, kann das gerne machen. Muss halt einfach nur irgendwas in die YouTube-Kommentare schreiben. Wer anderseitig Bock hat, kann das natürlich auch über Twitter machen. Aber generell wollte ich nur mal euch Bescheid geben, dass sowas auch möglich ist. Alter, der Drescher ist ganz schön dreckig geworden. Müssten den, sollten den vielleicht mal reinigen. Bei Zeit. Naja. Schauen wir mal. Ja, meine Stimme hört sich auch irgendwie mega tief an gerade, ne? Denkt ihr euch jetzt, Alter, was hat denn der Bauer gemacht? Ich bin gerade aufgestanden, Leute. Deswegen höre ich mich noch so ein bisschen verschlafen an. Und es ist gar, die Uhrzeit will ich euch ja erst gar nicht nennen. Ne? So, schnappen wir uns den Trigger. Fahren das mal schnell in Hangar rein. Und dann werden wir erstmal grubbern, sehen und düngen vor allem. Damit wir mal ein bisschen mehr Ertrag rauskriegen. Das wäre halt, glaube ich, relativ sexy. So, kipp rein den Lachs. Ah ne, ist der Raps, ne? So. Wunderbar, haben wir das. Dann kann ich den Anhänger... stelle ich hier mal rein. Damit ich den nachher wieder habe. Zack. Oh. Hallo, warum hängt der denn nicht ab während der Fahrt? Was ist da los? So, jetzt. Ich brauche erstmal den Gruba. Den Gaga-Gruba. Raps ist immer noch am Fallen. So eine Scheiße. Das ist doch doof, Leute. Das ist doof. So. Auf geht's, würde ich sagen. Nächste Runde grubbern. Ich würde halt gerne mal versuchen, auch gerade jetzt, wo ich das Projekt wieder aktiv mache, möchte ich halt versuchen, mal wieder ein bisschen neues, ein bisschen mehr Geld zu kriegen, um halt auch schönere Maschinen uns zu gönnen, zu können. Aber das ist halt immer so eine Sache und ich möchte es halt ungern cheaten, so dass ich sage, hey, warte mal, ich mache uns mal ein bisschen mehr Geld und wisst ihr, wie ich meine? Das wäre halt auch relativ doof. Deswegen, ja, wir müssen mal gucken, wie wir das machen. So. Erstmal müssen wir grubbern und das ist immer auch so teilweise mit das Nervigste, wie ich finde. Wenn man halt immer nur hin und her fährt. Ich meine, sehen, dass... naja, sehen ist halt auch eigentlich schon so dasselbe, aber... ach komm, Leute, wir hauen hier den Helfer rein. Damit ich anschließend sehen kann. Und diesmal sehen wir... ich würde sagen... Weizen. Weizen sehen wir, okay? Okay, Freunde, wir sehen jetzt Weizen. So, damit das hier ein bisschen parallel läuft, das Ganze, machen wir das jetzt ausnahmsweise mal so, auch wenn ich das eigentlich gar nicht möchte mit dem Helfer. Aber wir müssen, Leute, wir müssen das machen. Es nützt nichts. Kommen nicht drum herum so recht. So. Dann haben wir ein bisschen, haben wir halt ein bisschen Action da. Auf dem Feld. Wow, 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 wow.
Mir fällt gerade ein, ich weiß noch nicht gar nicht so recht, wann ich euch von dem geheimen Projekt erzählen soll, Leute. Was sagt ihr eigentlich dazu? Wann möchtet ihr von dem geheimen Projekt erfahren? Wann? Denn es hat eigentlich schon so ein bisschen was mit YouTube zu tun. Beziehungsweise hat es auch mit LS zu tun und noch ganz viel anderem. deswegen. Oh, Entschuldigung. Er hat da mich voll eingeholt, der Typ. Deswegen, ich weiß noch gar nicht, wann ich euch das so recht erzählen soll. Da muss ich nochmal in mich gehen, um zu gucken, wie ich euch das wann erzähle. Das hört sich ganz lustig an, aber es ist auch so. Aber ihr werdet es schon früh genug erfahren, Leute. Ich sag's euch. Ihr werdet es früh genug erfahren. Und dann werde ich mal schauen, was ihr dazu sagt. Und bin eigentlich sehr gespannt. So. So, komm. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Dann kann ich hier nämlich schon mal sehen, das ist echt geil eigentlich so. Dann ist das quasi fast wieder fertig, das Feld. Dann geht das nämlich auch rucki zucki. Wenn, geschweige denn der Helfer da kommt mal hinterher mit seinem Grubbern. Aber prinzipiell sollte das möglich sein. Prinzipiell. Ist bald Weihnachten, Leute. Wir haben jetzt schon Dezember. Ich habe es, glaube ich, letzte Folge schon gesagt. Aber das ist unglaublich krass. Ich fühle mich irgendwie immer noch nicht so recht in Weihnachtsstimmung. Wir haben gestern Abend kam, habe ich Fernsehen geguckt, so. Ausnahmsweise mal. Nein, irgendwie mache ich es im Moment wieder mehr. Aber da kam die Weihnachtssitzung. Ich dachte so, ist das schon wieder so weit? Das ist voll witzig. Also ich fühle es im Moment noch nicht. Und vor allem bin ich gestern über den Weihnachtsmarkt gelaufen, so. Und es war einfach, es hat sich gar nicht richtig angefühlt wie Weihnachtsmarkt. Es war einfach so, ja, super. Hier sind Weihnachtsbuden, hier gibt's Punsch. Sieht alles so weihnachtlich aus, aber irgendwie fehlt mir noch was. Vor allem war es auch viel zu warm. Es waren irgendwie 13 Grad oder so. Und das zum Weihnachtsmarkt. Also ich meine, natürlich sind die Weihnachtsmärkte die ganze Zeit schon aufgebaut und da. Aber generell ist es halt echt so, wo ich denke, what? Ist viel zu warm. Aber gut, was will man machen, ne? Kann man nichts gegen machen. So ist das halt nun mal. So. Sieht das nämlich aus, aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Ganze geht. Ob ihr schon voll sagt, boah geil, endlich ist bald Weihnachten, oder ob ihr sagt, Weihnachten finde ich irgendwie, ist noch gar nicht so, fühlt sich noch gar nicht so an, oder vielleicht habt ihr auch ganz andere Meinungen. Und gerne mal ab in die Comments damit. Würde mich mal interessieren. Also ich finde es auf jeden Fall noch nicht so weihnachtlich, also noch nicht so nach Weihnachten. Obwohl natürlich alle Läden und so schon echt danach gerüstet sind und alle dies und das machen, aber generell finde ich, ist noch gar nichts davon so zu merken oder zu fühlen, sagen wir es so, zu fühlen. So. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es dann wird, ob wir Heiligabend Schnee bekommen oder nicht, oder allgemein vorher, aber prinzipiell ist es im Moment ja noch viel zu warm, um irgendwie Schnee zu bekommen. Ich meine, wir hatten natürlich auch schon die ersten paar kalten Tage dazwischen, das ist ja, war ja auch echt mega geil, aber jetzt ist es wieder so krass warm. Das Wetter weiß echt nicht so, was es möchte. Das ist halt echt so, wo ich denke, hey Leute, was geht ab? Wetter, was machst du mit uns? Wenn ich jetzt mit dem Wetterzuständigen reden könnte, würde ich sagen, mach mal ein bisschen kälter und mach mal Schnee. Weil im Dezember Schnee zu haben, ist eigentlich relativ geil.
Und das hatten wir lange nicht so richtig. Deswegen wäre es halt mal cool. Und in diesem Sinne und mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden von dieser heutigen Folge, von dieser heutigen Ausgabe Landwirtschaftssimulator 2015 Community. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine lieben Freunde. Wenn ja, dann schaltet auch morgen wieder ein in der nächsten Folge, wenn wir dann weitermachen mit dem ganzen Gedöns hier. Mich hat es gefallen, euch ein Video zu machen. Mir hat es sehr viel Freude gemacht und Spaß gemacht. Und ich quatsch schon wieder nur Müll. Bis dahin, Leute. Sehen wir uns auf jeden Fall in der morgigen Folge. Macht's gut. Haut rein. Euer Bauer. Ciao, ciao.